möchte über das Evangelium predigen, aber ich möchte das so tun, dass ich versuche, es hier und jetzt zu predigen und mit allem, was mich in dieser Woche so bewegt hat, beschäftigt hat. Und ich glaube, dass dieses Evangelium, dass das Wort Gottes da genau hineinspricht und uns auch Wegweisung gibt. Von den anvertrauten Gaben haben wir gerade gehört, das Evangelium. Also ich muss euch sagen, dass dieses Wort mir ein sehr wichtiges Wort gewesen ist und ich über diesem Wort auch oft verzagt gewesen bin. Wenn ich so an meinen Dienst als Pastor die vielen Jahre denke und die Konfirmanden, die ich vergrault habe, diejenigen, die auf mich gewartet haben wegen eines Besuches und ich bin nicht gekommen oder bin zu spät gekommen, Konflikte, die da waren. Also wirklich viele Sachen, und wo ich oft so den Eindruck hatte, Mann, wie viel bist du schuldig gewesen? Und wenn Gott dich fragt, ja, guckt hier hoch, das ist der Blick unserer Kirche, der sozusagen den Kern dessen ausmacht. Ja. Wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, sagt Paulus. Und da oben sitzt Jesus auf dem Richterstuhl und er hat das Buch des Lebens in der Hand. Und jeder von uns wird vor diesem Thron einmal stehen. Macht euch das bitte klar. Und ich habe mir das vorgestellt für mich. Ich werde vor diesem Thron stehen und Jesus fragt mich, warum hast du die Oma nicht besucht? Die ist dann gestorben. Warum hast du dich mit den Konfirmanden angelegt? Und hast die so verschreckt, dass die vielleicht nie mehr wieder in die Kirche kommen? Und mich hat das oft erschreckt und bewegt, dass ich gefragt habe, wie soll ich da bestehen? Immer versucht, mich dann auch zu Jesus hinzuflüchten und ja, zu sagen, Jesus, ich habe mein Bestes gegeben oder habe das versucht, das ist leider nicht immer so gewesen, aber du musst mir helfen. Ich bitte dich, mir zu helfen. Ich weiß nicht, ob euch persönlich diese Frage mal beunruhigt hat, was ihr aus eurem Leben gemacht habt, wie ihr angetreten seid, welches Gefühl ihr dafür hattet. Das ist so das, was ich kann, mein Talent. Also in der alten Lutherbibel steht da ja nicht 2 Zentner Silber oder 5 Zentner Silber, da steht Talente. Und da kommt ja unser Sprichwort von den Talenten her, dem, was uns anvertraut ist. Was haben wir daraus gemacht in unserem Leben? An diesem Sonntag fordert Jesus uns heraus. Sein Zuspruch ist ein Zuspruch der Gnade und des Erbarmens. Ja, er will uns als seine geliebten Kinder an sein Herz drücken, aber er will uns auch erneuern, verändern und verwandeln. Und er gibt uns Aufträge für unser Leben und er fragt uns auch danach, was hast du daraus gemacht? Und davor können wir versagen. Man kann sozusagen diese Hälfte des Evangeliums ausblenden und immer nur von der liebevollen Zuwendung sprechen. Dann hat man aber das etwas sehr Entscheidendes vergessen, dass Jesus nämlich eine erneuerte Menschheit möchte. Er möchte erneuerte Menschen, einzelne Menschen, die zusammen als Gemeinde ein Stück erneuerte Menschheit sind, mit denen er die Welt verändern möchte. Und dazu sind diese Gleichnisse erzählt worden. Wenn ihr euch Matthäus 23 bis 25 mal diesen ganzen Abschnitt anguckt, das ist ein Teil der Passionsgeschichte. Jesus in Jerusalem steht in vielen Auseinandersetzungen, Streitgesprächen mit seinen Gegnern, aber auch dies, dass er in großen Reden seine Freunde unterweist und ihnen das versucht mitzugeben, was sie brauchen, um bestehen zu können in dieser Welt. Und jede Generation der Gemeinde Jesu, die in dieser Nachfolge steht, der Freunde Jesu, also letztlich wir, wenn wir Freunde Jesu sein wollen und Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, jede Generation steht jetzt wieder da und fragt Jesus, Jesus, wie ist das, was sollen wir machen? Wir fühlen uns oft allein, überfordert, gestresst, was sollen wir tun? Und dann möchte Jesus uns dieses Wort geben. Und möchte sagen, hört da genau hin. Lest mal diese Kapitel Matthäus 23 bis 25, diese Streitgespräche und diese Unterweisung der Jünger. Alles Dinge, die uns helfen wollen, an der Stelle zu stehen, wo wir zur Verantwortung berufen sind. In unserem Beruf, in unseren Familien, auch in unserem Alleinsein, wenn ich euch angucke. Ja, manche, der allein ist, verwitwet ist, krank ist. Auch das ist ein Standort, an den Jesus uns stellt und uns herausfordert. Wenn ich das bedenke, bin ich wieder bei dem, was diese Woche
voll gemacht hat. Und ich möchte euch da ein bisschen mitnehmen, was mich so bewegt hat. Ich möchte sagen, dass das Evangelium da auch reinspricht. Und vielleicht können wir ihm die Überschrift geben, anvertraute Gaben in einer gewalttätigen Welt. In einer gewalttätigen Welt. Das haben wir vergangene Woche erlebt, wenn ich diese ganzen Katastrophen mir angucke, die in einer Woche zusammengeballt waren. Meine Frau wies mich nochmal darauf hin, als wir uns darüber austauschten, was wir in den letzten Monaten auch schon so erlebt haben. Auch ich persönlich, manche von euch wissen, dass ich 3 Monate unterwegs war, mit einer Gruppe von Leuten, die sicherheitspolitische Krisen studiert haben. Bin ich viel in der Welt rumgekommen. Unsere erste Reise ging nach Brüssel zur EU und zur NATO, hatten wir Gespräche. Das war direkt in der Woche nach dem Anschlag an der U-Bahn-Station in Molenbeek in Brüssel. Und die Stadt Brüssel war voll mit Soldaten, mit Polizisten an jeder Waren. Und alles war ganz scharf bewacht, es war eine Atmosphäre der Gewalt da. Wenige Wochen später waren wir mit unserer Gruppe in Tel Aviv und es war abends gegen 11 Uhr. Wir waren mit einer kleinen Gruppe unterwegs, 6, 7 Leute. Einer unserer Kollegen arbeitete bei der Deutsche Post DHL, also bei dem großen Logistikunternehmen. Und es klingelte das Telefon kurz nach 10. Und da war die Sicherheitszentrale des Unternehmens dran und sagte, Christoph, wir wollten mal hören, bist du in Ordnung? Vor 4 Minuten war ein Anschlag bei euch in Tel Aviv. Wie? Anschlag? Das haben wir nichts von mitgekriegt. Wir haben dann festgestellt, 600 Meter von uns entfernt waren gerade 4 Leute umgebracht worden. Große Häuser dazwischen, wer Tel Aviv kennt, weiß, das ist die Strandpromenade, da waren wir, dann kommen so ein Band von Hotels und direkt dahinter das Verteidigungsministerium, an dem wir am Vortag zu Gesprächen waren. Und direkt vor dem Eingang des Verteidigungsministeriums waren diese Morde geschehen. Nur Sekunden praktisch nach diesem Anruf, die Luft voll mit Hubschraubern, die mit Scheinwerfern die Szene ausleuchten, Tatütata, Krankenwagen. Und am nächsten Tag hörten wir es dann, also es waren 4 Tote, 3 Attentäter. Und 2 von denen waren direkt erschossen worden. Das ist so diese Atmosphäre von Gewalt. Dann in Israel, viele von euch waren schon in Israel, ihr kennt das, da läuft jeder Dritte mit einem Sturmgewehr durch die Gegend. Und das heißt, wenn so ein Anschlag ist, dann wissen die sich sofort auch zu helfen und zu wehren. Ich musste jetzt bei der Sache in München so daran denken, wie die ganze Stadt lahmgelegt war und welche Gelassenheit die Israelis ihr Leben weiterleben, weil die sich am Leben im Terror gewöhnt haben. Ja, das waren so meine 3 Monate und da passte der Freitag direkt rein. Am Freitag laufe ich zum Zug um 14 Uhr in München über den Karlsplatz Stachus zum Hauptbahnhof runter und ein paar Stunden später liest man dann im Internet, zunächst war die Rede davon, dass auch direkt am Stachus Schießereien gewesen sein sollen. Später hörte man, das war nicht so, es war eine Panik. Also das ist die gewalttätige Welt, in die wir hineingestellt sind. Jetzt sind wir natürlich in der Versuchung, uns da so rauszubeamen und uns in die Privatheit zurückzuziehen und zu sagen, naja, wir igeln uns jetzt ein und damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir leben unser kleines Leben. Aber Jesus hat uns genau in diese gewalttätige Welt hineingesteckt. Und er ist derjenige, wenn wir genau hingucken, der diesen Zirkel von Gewalt durchbrochen hat. Und das ist es, wofür seine Gemeinde, seine Jünger, seine Freunde stehen und bis heute stehen sollen. Machen wir uns das ganz klar. Schauen wir auf den Tod Jesu am Kreuz. Das Böse hat sich an ihm ausgetobt. Er hat die Gewalttätigkeit dieser Welt erlitten und so hat er sie überwunden. Leidend hat er sie überwunden, als der Gekreuzigte. Der Teufel hatte alle seine Macht, die er hatte, alle Chancen, die er hatte, auf Jesus konzentriert, um ihn als den Sohn Gottes zu zerschmettern, zu zerstören, zu zerbrechen. Und Jesus hat sich nicht dagegen gewehrt. Er hat den Zirkel der Gewalt durchbrochen. Er hat sich nicht durch Gegengewalt gewehrt, sondern er hat leidend das Böse bis an sein Ende kommen lassen. Das ist der Weg Jesu. Wenn wir uns unsere Welt heute angucken, was stellen wir der Gewalt entgegen? Gegengewalt, Kriege und Gegenkriege. Da
Das sind die Rezepte dieser Welt. Und auch in der Auseinandersetzung der Religionen kann man sich das nicht deutlich genug machen. Der Weg, auf den die Gemeinde Jesu gerufen ist, ist der Weg der Gewaltlosigkeit in der Nachfolge ihres Meisters. Und ein solches Wort, das Jesus uns hier mitgibt von den anvertrauten Gaben, das spricht genau da rein. Jesus lehrt seine Freunde, in einer gewalttätigen Welt zu leben. Und die Gemeinde hört das immer wieder neu. Und wir sind heute dazu gerufen, dieser Gewalt keine Gegengewalt, keine Abgrenzung entgegenzusetzen, sondern das, wozu Jesus uns ermutigt hat, wozu er uns herausgefordert hat, nämlich Barmherzigkeit zu üben, treu zu sein und als Haushalter, als Jünger Jesu zu leben. Das ist das Entscheidende. Wenn wir Matthäus 23 bis 25 uns anschauen, möchte ich das auf drei Stichworte mal konzentrieren. Ich möchte euch bitten, dem auch nochmal für euch persönlich danach zu gehen und es nachzulesen. Das Erste, was Jesus von seinen Freunden möchte in einer gewalttätigen Welt, ist, dass sie treu sind, dass sie in Treue ihm verbunden sind. Im Johannesevangelium sagt Jesus zu den Männern und Frauen, die mit ihm gehen, ihr seid meine Freunde. Das ist das entscheidende Beziehungswort, das Jesus sagt. So sollen wir mit ihm verbunden sein, mit ihm zusammen sein. Und dann werden wir alle Kraftquellen haben, die wir brauchen, um in dieser gewalttätigen Welt bestehen zu können. Die Treue, zu der Jesus uns ruft, die Treue zu ihm und das Verbundensein mit ihm. Dranbleiben an ihm und aus der Gewissheit leben, diese Kraftquelle, der Heilige Geist in unserem Herzen, den Jesus uns versprochen hat, der Geist des Vaters und des Sohnes, eine Sehnsucht und Liebe, die uns immer wieder zu Jesus hinzieht, als der Kraftquelle, die unser Leben bestimmt. Die Jünger sind Freunde Jesu und in dieser Verbundenheit mit Jesus sind sie zur Freude bestimmt. Gehe ein in deines Herrn Freude. Ja? Wenn wir diesen Zusammenhang klar haben, diese grundlegende Treue in der Verbundenheit mit Jesus, dann kann uns nichts etwas anhaben. Wisst ihr, die Gewalttätigkeit dieser Welt und die Gewalttäter dieser Welt, die rechnen darauf, uns Angst zu machen. Aber es gibt einen Ort, da sind wir vollkommen unantastbar, unangreifbar, weil er der Herr über Zeit und Ewigkeit ist und die, die mit ihm verbunden sind, seine Freunde sind, in einer Liebesbeziehung mit ihm stehen. Das kann durch nichts in dieser Welt aufgebrochen werden. Deswegen richtet sich auch so viel Kritik der Gewalttäter dieser Welt gegen diesen Glauben und die ganzen Christenverfolgungen unserer Zeit. Wir sind keine Zufälle, weil der Böse weiß, hier ist die entscheidende und zwar die einzige Kraftquelle in dieser Welt, die den Zirkel der Gewalt durchbrechen kann. Deswegen muss sich alle Macht der Finsternis dagegen richten, Menschen aus dieser Liebesbeziehung zu dem lebendigen Gott und aus der Freundschaft zu Jesus rauszuholen. Denn dann sind sie vereinzelt, kraftlos und können kaputt gemacht werden. Liebe Freunde, seid ganz ehrlich an dieser Stelle. Gelingt uns das, den Zirkel der Gewalt zu durchbrechen? Misstrauen und Angst und Rivalität. Wie viel bestimmt da unser eigenes Leben von? Und gucken wir in unsere Gemeinde, wenn ich unseren Weg angucke. Ich würde auch sagen, Misstrauen, Gruppenbildung, gegeneinander, übereinander reden, das ist Gewalt, das sind Formen von Gewalt. Und Jesus ruft uns nicht zu einem politischen Programm auf, sondern er ruft uns auf in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde, diesen Zirkel der Gewalt zu durchbrechen. Ja, und den Weg des Kreuzes zu gehen, den Weg Jesu zu gehen, auch den Weg des Leidens und der Unterordnung, einander uns unterzuordnen zu gehen. So fängt Politik an. Ja, die Welt wird nicht verändert durch große Programme und große Bücher, ja, die Menschen auf Linie bringen, Ideologien. Wir sehen, was im Namen von Religion in Anführungsstrichen heute getan wird. Ja, aber der Weg Jesu ist ein vollkommen anderes. Keine Ideologie, der man sich anschließen kann, um Menschen in die Luft zu sprengen, Menschen zu unterjochen, um Macht auszuüben. Sondern, bitte? Fürbitte. Amen, Schwester. Amen. Ja.
Deswegen finde ich, ist es genau das, was unseren Weg als Gemeinde ausmacht. In Treue mit Jesus verbunden sein. Ein zweites Stichwort, Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Das beides hängt eng damit zusammen. Direkt an unser Gleichnis, an die Gleichnisrede von den anvertrauten Gaben, steht das Gleichnis vom großen Weltgericht, wo Jesus sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ein großes Wort, das zur Barmherzigkeit, zur menschlichen Zuwendung ruft. Und das hat sehr viel mit Großzügigkeit zu tun. Und das ist so meine Frage auch wieder an uns. Es fängt bei uns an, es fängt in unseren Familien an, es fängt in unserem Miteinander an. Ist unter uns der Geist der Großzügigkeit, dass wir wissen, die Gewalttäter und den Zirkel der Gewalt können wir durchbrechen, wenn wir nicht in dem Eindruck leben, es ist zu wenig da, es ist zu knapp, ich kriege nicht das, was ich brauche. Ich kriege geistlich nicht das, was ich brauche, materiell nicht das, was ich brauche, es ist zu wenig. Wenn man aus einem Lebensprogramm der Knappheit lebt, dann muss man sich verteidigen. Und dann muss man rivalisieren. Dann muss man kämpfen miteinander und gegeneinander. Ja, also Konflikte sind nötig, das wäre eine andere Predigt. Heute möchte ich auf was anderes hier fokussieren. Ja, ist unter uns ein Geist der Großzügigkeit, der daher kommt, dass wir erkennen, Gott hat uns wirklich reich beschenkt, in mein Leben so viel hineingelegt. Und ich will das entdecken, was das ist. Und das möchte ich einsetzen an der Stelle, wo ich stehe. Ist ein Geist der Großzügigkeit, der Barmherzigkeit da. Ein drittes Stichwort, Treue zu Jesus und mit Jesus verbunden sein, das erste, das zweite, Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Das dritte, erschließt sich vielleicht nicht auf den ersten Blick, es ist das Stichwort der Haushalterschaft. Der Haushalterschaft. In unserem Gleichnis steckt das drin, dass diejenigen, die das Silber bekommen haben, die Talente bekommen haben, damit handeln. Dass sie es weise einsetzen an der Stelle, wo es hingehört, wo es hinpasst. Wozu auch gehört, dass man Grenzen erkennt und mit den Möglichkeiten Gottes rechnen, die größer sind als unsere eigenen Möglichkeiten, aber nicht illusionär Grenzen überspringt. Auch das fängt wiederum bei uns an. In unserem eigenen Haushalterschaft, wie gehe ich in Sorgfalt, in Klugheit, in Weisheit mit dem mir Anvertrauten um, wo setze ich es ein, dass es nicht verschwendet wird, sondern an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Es fängt im eigenen Leben an, es fängt im Miteinander an und wird dann auch wieder schnell politisch. Denkt an die Auseinandersetzung des letzten Jahres um die Flüchtlingspolitik in unserem Land. Da haben wir auch aus den Kirchen viel von Barmherzigkeit gehört, von menschlicher Zuwendung. Vollkommen richtig. Menschen, die zu uns kommen in Not, die wir begleiten müssen, annehmen müssen, die unser Gegenübersein brauchen, die Anerkennung als Menschen brauchen. Aber dazu gehört auch das andere, nämlich Haushalterschaft. Was sind unsere Möglichkeiten? Was sind unsere Fähigkeiten? Was geht, ohne dass wir das Ganze, was uns anvertraut ist, auch zerbrechen lassen? Uns überfordern lassen. Wie können wir das in ein richtiges Verhältnis stellen, Barmherzigkeit und Haushalterschaft? Manche sind so illusionär und sagen, wir brauchen keine Grenzen. Grenzen müssen geöffnet werden und jeder Mensch, der in Not ist, der kann kommen, kann zu uns kommen und muss seinen Platz hier haben. Das heißt Barmherzigkeit. Ich halte das für illusionär, weil es nämlich die eigenen Möglichkeiten und Grenzen überspringt. Ich dachte jetzt nochmal nach über ein Wort aus Apostelgeschichte 17, Vers 26, die Predigt, die Paulus in Athen gehalten hat. Ich lese euch diesen einen Vers mal kurz vor, da könnte man sich länger drüber unterhalten. Gott hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geschlecht auf dem ganzen Erdboden wohnt. Aus einem Blut alle zusammen, Barmherzigkeit, Zusammengehörigkeit. Und er hat ein Ziel gesetzt und vorgegeben, wie lange und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Es ist ganz interessant, wie die Bibel damit rechnet, dass es die Völker gibt, dass es die Nationen gibt, dass sie bestimmte Zeiten und bestimmte Orte haben und dass zur Haushalterschaft und zur Weisheit auch gehört, diese politischen Einheiten zu erkennen und zu sehen, wie bleiben sie funktionsfähig.
gerade um Barmherzigkeit üben zu können. Ich habe mich im vergangenen Jahr oft gefragt, haben wir diese richtige Balance zwischen Barmherzigkeit und Haushalt geschaffen, zwischen menschlicher Zuwendung und dem, was unsere Mittel und Möglichkeiten und Grenzen sind. Ich denke daran, dass viele hunderttausend allein reisende junge Männer zu uns gekommen sind. Ist das im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass die vernünftig in unserem Land integriert werden? Ich habe da meine Zweifel, muss ich euch sagen. Ja? Und den Zirkel der Gewalt zu durchbrechen, heißt auch an dieser Stelle weise zu sein, zu sehen, was geht. Nur wenn wir das zusammenfügen, die Treue zu Jesus, den Ruf zur Barmherzigkeit und die Haushalterschaft, der Blick auf das Mögliche und auf die Grenzen, dann kommt das dabei raus, was, so wie ich meine, Auftrag Jesu für uns ist. Ihr merkt, wie es beim Einzelnen anfängt. Was ist die Haushaltschaft in meinem Leben? Was heißt Treue für mich? Was heißt Großzügigkeit und Barmherzigkeit für mich? Das ist eine Frage, die Jesus dir stellt mit den Gaben deines Lebens. Auf einer zweiten Ebene ist das die Frage an uns als Gemeinde. Wie wollen wir das miteinander leben? In einem Geist der Treue, in einem Geist der Barmherzigkeit, in einem Geist der Haushalterschaft miteinander. Und dann merken wir, wie es auf der dritten Ebene politisch wird und unser Gemeinwesen, unser Zusammenleben in diesem Land bestimmt. Und da glaube ich, dass Jesus uns eine Berufung gegeben hat als Gemeinde. Dass er uns in diese Stadt gestellt hat, in dieses Land gestellt hat, damit wir diejenigen sind, die einen Unterschied machen. Wer, wenn nicht wir, soll dafür einstehen, den Zirkel der Gewalt zu durchbrechen und den Weg Jesu zu gehen? Das heißt, wenn wir versagen, wer wird es dann? Wer wird dann an dieser Stelle stehen? Ich glaube nicht, dass da jemand ist. Ich bin bei meinem Predigtanfang wieder. Ich bin bei meiner Beunruhigung über meinen Weg. Wo bleibe ich hinter dem zurück, was Gott mir anvertraut hat, wozu er mich berufen hat? Und welche Rechenschaft gebe ich, wenn ich vor dem Richterstuhl Christi stehe? Diese Rechenschaft gibt jeder von euch. Ja? Diese Rechenschaft müssen wir als Gemeinde geben und besonders diejenigen, denen die Leitung anvertraut ist, die Presbyter unter uns, die Pastoren, die Lehrer am Wort unter uns, die eine besondere Verantwortung. Was können wir antworten, wenn Jesus uns fragt? Ich glaube, es geht nur so, dass wir zu ihm hin uns flüchten. Die Basis von allem ist die Treue im Leben, in der Gemeinsamkeit mit ihm. In dieser Liebesbeziehung, in dieser Freundschaftsbeziehung fängt alles an. Und da ruft Jesus uns neu hin. Ich möchte dir das heute Morgen persönlich zusprechen. Die Treue, die Barmherzigkeit und Großzügigkeit und die Haushalterschaft. Was heißt das für dich? Wo bist du treu? Was ist deine Treue, deine Herausforderung? Wo bist du zur Barmherzigkeit und Großzügigkeit gerufen? Und wo bist du ein Haushalter oder eine Haushalterin? Geh damit zu Jesus hin, frage ihn, antworte ihm und spür, was er in deinem Herzen dazu sagt. Ich glaube, er hat ein Wort. Ich bin am Ende meiner Predigt und der Wolfgang lässt uns jetzt ein bisschen Zeit oder spielt vielleicht sogar eine kleine Musik, wo ein Raum der Stille entstehen kann, wo du Jesus antworten kannst und seinen Ruf in deinem Herzen hören kannst.